Listen up, so I don't have to repeat myself again. I am not an entry door. Fine. Answer the security question. The password is... Now, answer the security... The face in the door is confused for a moment. Drat! No entry allowed through the starboard stateroom door. Please use the port side. Oh man, so ein Arschlochtür. Was hat die gesagt? Dass man da nicht durch kann. Die Tür nehmen muss. The door remains closed. It seems you need more than a password. The door remains unmarked. The anguished face appears once more. It dips its forehead towards you and waits. A shudder of pleasure racks the figure in the door. It seems... I am summoned. Yes. Okay. Danke, schön. Super, jetzt können wir erstmal hier die ganze Scheiße löten. Ne? Warte, da ist ein Typ, der redet was. Okay. He clicks together two halves of some type of gauntlet sitting in his lap and turns his full attention to you. And there. Rescued at last, am I? To whom do I owe my thanks? Oh. Armor? Such a limiting word, but yes, it serves that purpose, amongst others. Dallas has been keeping me prisoner here, but I try to keep working on my own projects when I can. Dallas took a particular interest in me and my skills. Interessant. I'm an expert in healing, crafting. Schön, die nehmen wir mit. She kept me here to do her bidding. Er kann heilen. Until you took her flagship from. Oh yes. Oh nein, die Identifizierungsgruppe. Mistress. He extends his arm and pushes up the sleeve. Beneath, the skin is withered and discolored. As if it... She used some form of domination device on me, forcing my hands to do her bidding. And well, the situation is looking immeasurably better now. You're here no more complaints. Why don't you tell me all about my valiant presence? To whom do I owe my thanks? Warte, was? You undersell yourself. Da liegt eine Transportpyramide rum, die kostet 6. I ought to continue what I'm doing 6 AP, um die zu benutzen. Was? Bringt mir Dallas didn't tell me anything if you could avoid it. But I did overhear her practicing an ancient lizard dialect. Significant, perhaps, don't you think? Indeed. Perhaps you should look about. There might be something of the sort that you could use to that effect. Okay. Hm. Also, du lootest schon mal fröhlich, gell? Ja, ich weiß, du lootest sowieso dahin. It could certainly come in handy. Ah, ich hab Zeigs Kralle. Only one way to find out if it works. Bücher. Schädel, Glas, Gläser, what the fuck? Lass mich raten, da komm eh nicht rein. Ah, du Kacke, ist alles. Teleportier mich mal da rein. Dann loot ich den scheiß Raum da und du lootest hier drinnen weiter. Aber der Raum sieht wertvoller aus, Luke. Ja, weil da ein Goldhaufen liegt. Da vorne lag auch ein Goldhaufen. Ich gebe dir alles, was ich finde. Ich Arschloch. Ich gebe fair ab, keine Sorge. Ist ich kaufe mir eh zusammen. Wurscht. Ich meine, wenn du da drin ein Riesenschwert findest, was willst du mit dem Riesenschwert? Schriftrolle, Schaukasten, Schuppenhandschuhe. Das ist ja da nicht ist so nichts, als, nur Gold gewesen, Luke. Ah, warte mal, da ist ein Amulett und so. Das ist noch, da ist Nachthimmel-Amulett. Noch zwei Händer und ein Stab, den Dingens vielleicht gebrauchen kann. Improvisierter Stab, zwei Händer. Leere Trankflasche, die nehme ich auch gern mit. Loot mal fröhlich alles da drin.
Ich nehme einfach wirklich literally alles mit. Kuh, ja, ja, das Glas, Glas Wein. Gib mir das, den Schädel. Oh, okay. Also die Tür ist jetzt offen. Wenn du, das, guck mal, das ist auch dieser Tisch, dieses Auswahlmenü. Also wir sind hier ganz klar bei dem Main-Ding. Also die Luisa kommt demnächst. Na gut, die wird dann wahrscheinlich schlafen oder sowas. Ich mal ja, aber es kann sein, dass ich kurz mit ihr trotzdem reden würde, gell? Ja, solltest du auch. Das ist jetzt irgendwie sehr seltsamer Ehemann. Hä? Was hab ich gefunden? Wer hat was gefunden? Du hast was gefunden! Oh! Oh! Luke, geh mal dahin. Oh, das ist doch mal was Interessantes. Ach, bestimmt macht es nur da oben. Da oben ist ein Schalter. Hast du ihn gedrückt? Nee, der öffnet sich, indem ich draufstehe. Guck, warte, ich geh weg. Der macht bestimmt nur die Tür auf, garantiert. Wow. Toll, wir waren schon da drinnen, danke sehr. Mist. Hä? Ich kann trotzdem laufen, das... Ach, was? Du Scheiße, das Gemälde ist 120 wert und es wiegt nur eins. Man muss ja, mal gucken, was die... Weil manche von den Gemälden sind echt wertvoll und die wiegen nicht viel. Aber manche Gemälde sind Tonne schwer. Oha, geil. Pfeilspitzen. Wo hast du das denn jetzt her? Oh Gott, die Bücher kann man auch noch looten. Oh mein Gott. Wow, also das hier ist echt... Ich habe eine Schriftrolle der Wiederbelebung gefunden. Ganz wichtig, dass du die Bücher manchmal sind da richtig nice Sachen dabei. Ich habe eine Schriftrolle der Wiederbelebung gefunden. Wie alles ruhig mal lesen, gell? Schriftrolle der Wiederbelebung ist schon ziemlich high-end-shit, was du... Ich lese immer alles und dann verkaufe ich's. Ja, genau, so muss man's machen. Ach, wirklich? Das ist das erste RPG, diese Spiele, den ich. Echt? Boah. Okay, klar, eindeutig. Ups, ich hab's dir gegeben, egal. Sollen wir mal kurz gucken, was wir an Ausbeute haben? Ein Haufen Trails. An Luke geben. Das Gold war wahrscheinlich das Beste. Aber ich hab so ein komisches Dingens gefunden. Die Teleportpyramide, ich check nicht, was das ist. Gib sie mir mal. Teleportpyramide. Das ist eine, die kann man anscheinend verwenden im Kampf, kostet aber 6 AP die Fähigkeit, lol. Also 6 AP kriege ich nur mit meiner Tussik hin von meinen zwei. Ich weiß nicht, wie du 6 AP kriegst. Kann sein, dass du das auch gut hinkriegst. Ich geb dir mal ZX. Ich geb dir eine ZX-Grille. Ich hab einen seltsamen Edelstein, der angeblich 1100 Gold wert ist, aber ich glaub nicht, dass man den verkaufen kann. So wie alles, was ich finde, was wertvoll ist. Warte mal. Zumindest das letzte Ding, was ich gefunden habe, was wertvoll ist, habe ich mittlerweile in meine Truhe gestopft. Wo hast du die Pyramide her? Ich hab's dir gegeben, die lag da auf dem Tisch bei dem Typen. Ist es wichtig, dass wir wissen, wo das Gegenstück ist? Ja, dass ich mich da irgendwo ins Nirgendwo biege. Warte mal. Das steht, glaube ich, in meinem Dialog. Rüstung, Dallis, bla. Ach Gott, was labert der da? Okay, ich habe keine Ahnung, was das ist. Er hat's auf jeden Fall, irgendwas hatte er gesagt, als ich das aufgehoben habe. Wahrscheinlich werden wir herausfinden, wo die zweite ist, wenn du sie verwendest. Tschüss, Deni. Ich glaub's fast nämlich auch, Luke, ohne Witz. Ich hau mal drauf, okay, ich aktiviere es mal. Lol, bist du bei mir? Nope. Nein? Okay, ich aber bin in einem Gehäuse ist bei dir. Ja, ich bin im geheimen Raum. Ich kann dir aber folgen. Also okay, folg mir. Nee, ich kann mit dir mit der Kamera folgen. Okay. Ansonsten nix.
Ich bin im Geheimraum. Die zweite Teleportpyramide, nimm die auf jeden Fall mit. Und du bist by the way gefickt. Alter, was zum Teufel? Da ist eine Leiter. Meinst du findest mich? Das ist ein geheimer Raum. Also ich bin hier. Hier ist der geheime Raum, Luke. Ach, easy. Ja, jetzt bin ich auch im Kampf, du Vollhaus. ja, jetzt muss ich wieder runter und die Leute verbringen, die ihn zerstören! Timon! Timon, warum haben wir denn gespeichert? Warum ich weiß nicht. Ich glaube, ich drücke einfach mal drauf, Luke. Aber der Typ hilft uns, netterweise. Und ich meine, das sind nur zwei Phantome. Und Klose ist instant dead. Das war ein Witz! Mist, das war doch kein Witz. Das sind keine normalen Phantome. Jetzt seid ihr dran. So, machst du nochmal laden und dann nochmal alles. Ach, scheiße ist das. Ach, was, die fickt mir ins Knie, ey. Es kommen gerade alle. Lol. Also ich denke, wir überleben das und Los ist halt tot, weil du sie allein gelassen hast. Die hat sich nicht mehr bewegt. Wie einfach literally keiner sich dafür interessiert hat, bis du hier oben aufgetaucht bist. So, hallo! Auf einmal alle anderen auch im Kampf. So. Bin jetzt auf jeden Fall... Die machen wir alle, ey. Soll ich geh auf jeden Fall nicht zuerst da runter, das ist keine gute Idee. Okay, ich bring mich mal in Position. Die Katze. Er hat Kartoffeln gegessen. Runter mit dir. Keiner da runter geht, ey. Nee, ich glaube, das ist auch, das ist auch ein bisschen verbuggt. Ja, aber wofür brauchen wir die Teleportationspyramide? Ich weiß es nicht, wir können sie irgendwo hin tun. Egal wo. Und können jetzt dann immer dahin teleportieren. Oder zumindest einer von uns kann das. Ja. Das heißt, man kann eigentlich shoppen gehen und zurückkommen. Hä? Wo bin ich? Wo schloße? Wehe dir, du scheiß Wichser. Oh Mann. Jesus. Ja, du müsst ihr einfach ohne. Ich muss jetzt Führaufsteher nehmen. Hey, du brauchst den ganzen anderen Dreck. Damit ich im Kampf, sobald ich tot bin, völlig nutzlos bin. Toll, Deni. Nein, der. Okay. Ich meine, da vorne ist immer noch der Dings. Ich gehe da, glaube ich, selbst sogar mal hin und guck, ob ich vielleicht was Besseres finde als den 30% extra Heal. Weil den habe ich bis jetzt noch nicht so wirklich gespürt. Entweder hat der Heal mich so oder so gerettet oder Dings, vielleicht ersetze ich den einfach durch eine spezielle Nekrofähigkeit, die mir möglicherweise hilft. So, die machen sack viel Schaden, danke. Also das ist ein harter Kampf. Und ja, diese Idioten da sind ziemlich fucking verbuggt. Ich frag mich, ob die Viecher uns folgen würden. Nee, die sind mir doch auch nicht gefolgt. Stimmt auch wieder. Ja, aber da hatten sie noch Lose, auf der sie rumplügeln konnten. Ich glaube nicht, dass die folgen. Mist, ich kann mein Beinding noch nicht machen.
toll, das hat er einfach blockiert. Wieso kann der alles einfach blockieren? Magisch Rüstung. Gib ihm einfach. Den müssen wir einfach geben. Ja, und zwar so schnell wie möglich. Und dann schlagen wir ihn einfach wieder nieder. Weil dann sind sie eigentlich ziemlich am Arsch. Das ist halt das Ding, wie ich frag mich gerade. Ich meine, klar, wenn wir hier verrecken, laden wir sowieso. Wir hätten halt echt speichern müssen, bevor du da drauf drückst. Was? Was? Hey, ich hab so ein Ding, wir wissen nicht, wo die zweite ist. Sie könnte irgendwo auf irgendeiner Welt sein. Speichern wir lieber nicht. Zack, drauf gedrückt. Niederschlagspfeile. Ich bräuchte unbedingt mal Pfeile. Zepter. Dem anderen müssen wir jetzt eigentlich Damage machen, außer... Ja, du kannst jetzt nur auf den. Ja, du kannst ja Damage machen, wem du willst. Ich hab keine Range. Der kommt früher oder später eh da. Nee, er kommt da nicht runter. Der ist zu dumm. Der bleibt da oben gebackt. LOL! Ich glaube, der muss auf den Cooldown von seiner Fähigkeit warten, dass er das ja, einen eben, zu sich dann kommt er wieder runter, aber der ist weil der kann um der hat wahrscheinlich. Genau, der hat keine Animation für die Leiter, garantiert nicht. Und damit haben wir es ja leichter. Dann müssen wir eigentlich den verkloppen, bis er runterkommt. Ja, das heißt, wir müssen das Viech hier so schnell wie möglich killen. Oh Mann, dass die anderen auch noch dabei sind. Das ist echt nervig. Die sind noch niedergeschlagen. Also wenn willst, könntest du nur deine Fähigkeiten behalten, die niederschlägt. Dann Damage. Wir müssen uns halt echt beeilen mit dem tödlichen Ding. Jetzt hat er nie. Fuck. Ja, ich glaube, wir können es fast neu laden. Das war richtig schlecht von uns. Dem anderen kann ich ziemlich geben, der hat nicht mehr so viel HP. Wobei meine Fähigkeit sowieso AOE ist, das ist egal. Die Katze wurde einfach von ihm mit One-Hit. Jetzt ist es eigentlich den anderen runterballern. Der hat zu viel Dings. Mist. Die zwei nerven halt irgendwie. Und auf der anderen Seite würde ich da denken, ich frag mich, was passieren würde, wenn man den Weg normal findet. Also nicht, indem man diese scheiß Teleporte da verwendet, oder... Halt einfach so, hey, was ist denn da unten? Hey, willst du auch mit runtergehen? Okay. Oh, guck mal, scheiß Wichser. Weil der Typ ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Hoffe ich mal. Ich bring mich mal außer Gefahr. Ist korrekt. Der andere hat seinen Stabby-Stabby-Move garantiert wieder ready. So außer Gefahr bist du da oben auch, ne? Au! Ja, wenn sonst nix ist, ne? Was? Sollen wir nochmal laden und einfach nochmal looten und uns vorbereiten darauf? Ja, mach mal. Ich glaube, das wird nett, dass
Ich weiß echt nicht, what the fuck, ey. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir dann nicht instant lose verlieren, weil wenn wir lose verlieren, ist sie tot. Fertig. Ja, jetzt gehen wir auch nicht über die Pyramide. Die Pyramide ist ganz gut und cool. Oh, es darf den ganzen Scheiß nochmal machen. Ja, aber du musst sowieso die anderen, oder? Ich geb dir erstmal den Edelstein. The past now. The face is rat. Verarscht. You can't put a price on the glory they'll win. The door remains unmarked. The anguished face appears a shudder of I am scared. Just one more moment. He clicks to and there. Rescued at last, am I? I'm a prisoner of Dallas took a particular interest in me. She kept me here to do her bidding. Oh, yes. He extends his... She used some form of domination to... Well, so why don't you tell me all about my valiant rescuers? To whom do I owe my thanks? You undersell yourself. I ought to continue what I'm doing here. Oh, Casper. He clicks the... That damn contraption that she used on me. Seems to fog my memory. The rest is... a blur. Trust me. He takes the cop. Perhaps my memory will come back with time. But for now, I'm afraid there's little more I can add. I'm doing my utmost to be civil to you, under rather trying circumstances. Why must you push me like this? Well. You're painting me into a corner here, friend. And I... If this one was enslaved by Dallas, then he could still be under her thrall. He takes your hand in his gauntlet-clad fist and shakes it. Call me Tarquin, and consider me at your service. No! This piece is far beyond what those wretches could- The Magisters left me weakened. Oh, so eine Quatschbacke! I'm glad you decided to put that moment of doubt behind you. The last thing we need here is more unpleasantness. Dass ich nicht mal die Gosch halten kann. Schartiger Zweihänder! Scheiße, ist das gut! Exquis. Sieht das Schwert. Einhänder. Alter, das Zeug ist nicht mal teuer. Außerdem da. Stärke und Geomantie, das könnte ich extrem gut gebrauchen, by the way. Jetzt erstmal hier alles looten. This looks like a teleporter pyramid. It could certainly come in handy. A teleporter pyramid? Only one way to find out if it works. Try using it. This is written in ancient lizard script. It appears to be a song. Was? Spotted something. Schön. Scheiß hier mitnehmen.
Hi, Luke. Der Prinz hat sie übrigens vollgebracht. Warum? Was hat er? Der kann die ganzen Sachen finden. Und der hat diesen Eingang, den wir vorher gar nicht gefunden hatten, hat er einfach gefunden. Also den Eingang, den wir nicht gesehen haben, bevor du rausgekommen bist, hat er einfach gefunden. Hey, ich hab was gesehen. Ja, gut, aber den habe ich dann auch gefunden, nachdem ich aus Versehen drüber gelaufen bin. Auf jeden Fall. Hast du schon? Können wir jetzt da etwas runter? Sehr gut. Hast du ein Buch für mich, eins mit Pfeilspitze und so? Da hast du es. Waldläuferreime. Brauen von Fliegpilz, scheiße. Lesen. Nice. Lesen. Nice. Den Stock hatte ich alles schon. So. Jetzt habe ich nichts zu sagen. Gut, steht da was drin? Ja gut, das sind alles deine Sachen, gell? Ein Flug geben? Ach, da war jetzt nichts für Bogenschütze sonst. Ich hab Lose ein Ding gegeben, das sie vielleicht verwenden kann. Garantiert könnt ihr es verwenden. Das ist ziemlich stark, sehr viel besser als das, was sie hatte. Endlich, jetzt hat sie so eine Zauberkutte. Sieht sie zwar trotzdem dumm aus, aber sie ist etwas stärker. Der Typ hat auf jeden Fall extrem guten Shit. Okay. Der hat vor allem mal eine Rüstung und das Schiss, der gibt mir einen Geomant, was gut wäre, weil dann könnte ich die Verstärkung selbst casten. Und der hat voll die Waffen. Ja. Lebensabsaugend. Diese Armbrust brauche ich. Die macht dies. Die hat sogar. Wahnsinn. Die hat sogar Wahnsinn. Wahnsinn! Okay. So ungefähr. Die eine Armbrust mit dem Dingens hole ich mir sogar, glaube ich. Was sammelst du da? Du sammelst ja immer noch, Leute. Da sind Flaschenständer mit kaufweise leeren Fläschchen drin. Enter at your
Der hat Quellenkugeln. Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Mist, da ist eine Kiste, aber ich krieg sie nicht auf. Verdammt. Verklickt. Und zerstören kann man die auch nicht. I'm glad you decided to put that moment of doubt behind you. The last thing we need here is more unpleasantness. Hast du dir die Armbrust gekauft? Ja. Ich konnte sie mir kaufen. Und jetzt tue ich die sogar. Warte mal, wie heißt das? Herstellungsfenster mit Runen kombinieren. Oh, Mist. Das Ding, was mir Geomantie gibt, hat halt so gut wie keine Runen zur physische Rüstung. Da. Oh mein Gott. Ich sterbe, Diana. Ich sitze im Bett und esse ein Sandwich. Ich sterbe, Mann. Okay. Ja. Und jetzt hast du für 5 Tage Antibiotika. Wie nett. Brauche ich da? Leck mich doch mal. Das da bringt mir auch Geomund. Ah, das hätte ich so was gegeben. Ich weiß auch. Das ist nochmal mehr. Ja. Und jetzt sterbe ich ein bisschen mit Bett. Ja, ich hab gerade eine Schwester gefallen gespielt, wegen der Passage. Mhm. Und wir sind dann können und dann. Ja, ich hab mich jetzt reingekannt und dann gedüftet, dass meine Tasche. Ich war voll witzig. Ja. Ja. Das war ja wie ein Fall. Hast du Zähne? Weißt du schon, wann du kommst? Ah. Kommst du mit dem Auto? Kommst nee. Du mit dem Schuh? Hatte ich irgendwann mal, aber ich hab sie, glaube ich, alle verkauft. Willst du dann vielleicht deine ganzen Sachen mitbringen? Einfach die ganze Zeit da bleiben bis morgen? Also... Nein, ich will mein Fenster. Nein! Dann muss ich hier aber alleine schlafen. Ich werde halt abgehalten. Aber Diana. Ja, aber ich bin in meinem Bett. Oh Mann. Okay. Aber dann muss ich trotzdem ganz lang bleiben. Ja, aber nicht ganz so spät. Aber nur zur Info, gell? Der Chris kommt noch auf. Zu dir! Ja, der Danny, der hat halt mit 2 mit dem Chris ausgemacht, dass er kommt. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich bin halt wirklich gern mit den Abgegeben. Ich habe keine Lust, mich irgendwie fertig zu machen. Dann komm einfach, wann geht ihr los zum Basti? Spät. Jana, du wirst ihn so oder so sehen. Das ist doch egal. Wir können auch wahrscheinlich zum Duke ein bisschen einkaufen. Vielleicht gehen wir zum Duke. Und der Danny hat gesagt, sie können vielleicht auch zum Duke und er wollte noch irgendwas einkaufen. So. Das ist aber dann auch richtig weird. Nee, ich bin halt einfach zocken beim Duke. Hätten sie vielleicht so gemacht. Ja,
ich wollte dir nämlich auch erzählen. Okay, Luke. Du hast jetzt das Ding zum Beamen. Also, wir können beide gar nicht rumliegen. Alter, Diana, nachher wird es morgen mit Halloween beginnen. Aber dann gammeln wir einfach hier. Und du mit deinem selber. Nee, das finde ich nicht gut. Ich gehe morgen so oder so weg. Nee, Diana. Der hat fast aus meinem Video. And you thought Rivellon was flat. Naja, aber mit dem Haus ist es. Aber nur ein bisschen. Wir wohnen aber nur flat. Super. Wenn ich das jetzt die Haare gucken habe, dann ist es wie geschrieben. Okay. Jo, tschüss. Okay. Tschüss, sag mir, wenn du losfährst. Oder was? Ich weiß nicht, ob deine Schwester jetzt noch eine Vorlesung hat. Ich hab's noch weggelesen. Sonst kann ich das auch. Das ist sehr gut. Aber jetzt hat sie ja gerade eh Pause. I'm glad you decided to put that moment of doubt behind you. The last thing we need here is more. Okay, bis nachher. Ich speichere jetzt, Luke. Der hat ein paar gute Schwerter, aber die haben alle nicht diese coole Fähigkeit. Wobei ich auch nicht weiß, ob die Fähigkeit echt so cool ist, wie ich mir denke, dass sie ist. Aber das hier könnte ich für den Prinzen kaufen. Guck mal. Wie ist er? Doch nicht. I have nothing to say to you. I'm glad you decided to put that moment of doubt behind you. The last thing we need here is more unpleasantness. Oh, das war dämlich. Alles klar. Warte mal. Na, die Waffe, die ich habe, ist immer schlechter. Die wird wirklich immer schlechter. Stärke und Kriegsführung bringt sie mir, aber die Stärke von diesen Dingern hier ist unglaublich. Aber bis jetzt haben die noch keine Stat-Vorteile, deswegen. Ich denke, ich bringe mir das nicht so viel. Hast du ein Geweih? Was soll ich denn ein Geweih haben? Oh Mann.